Ich meine, ich baue ja noch mal einen hin. Riedenwaldrand. Leitung hier mal ein bisschen anders. Aufgrund des Flusses, aufgrund der Lage des Flusses. Na, warte mal, ich hätte gerne einen Signal davor, aus Gründen. So, ja. So. Dezenter Linksverkehr an der Stelle. Jetzt die. Warum ist hier Sand drin? Ach, weil das wahrscheinlich noch innerhalb der Reichweite. Oh, weil das in der Reichweite ist. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt so? Dort ist Sand drin, nur weil. Ja, warte mal, machen wir es anders. Drücken wir das eins nach hinten, dann ist da nämlich kein Sand mehr im Dingens. Dann passt das. So, Baustoffe. Ach komm, hier ist ein Landwirt am Hang. Dass das geht. Okay. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Ne, Quatsch, Baustoffe, genau. Nehmen wir mal den Containerwagen. So, der fährt dann hier oben rum. Tja, ist es jetzt Abholung oder Anlieferung? Es ist ja eigentlich Anlieferung. Vollladen, umladen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. So, Baustoffe. Und dann gibt es ein Schiff, was das dorthin bringt. Und wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht 640 Frachtdinger. Und das passt so. Wie viel konnte der Zug jetzt aufnehmen? 590 Tonnen, das heißt, es reicht schon mal mit einem Zug leider nicht. Na gut, aber eine andere Möglichkeit haben wir leider nicht, weil es ist schon das mit den höchsten. Das ist natürlich blöd. Okay, 590 Tonnen. Was habe ich da für ein passendes Schiff? Gut, wird es ja wieder der Cadiz-Frachter. Die Schifffahrt hier unten an der Küste nimmt auch weiter zu. Werden ja Boje, nehmen die den mit oder Ersatzteile? Ach, die bringen das Manganerz. Drüber. So, fahren die über Vernierboje? Nicht, dass die hier irgendwie eine Sonder... Nee, Vernierboje ist wahrscheinlich bloß für den da gedacht gewesen. Gut, dann können wir den noch... dahin schicken, vollladen... Und dann hier entladen und Feuer frei. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis er dort lädt. Hat er schon bei 20%.
Das wird eine Weile dauern, bis der vollgeladen ist. Das war die Wasserflasche, die gerade so geknackt hat. Gut, dann hätten wir jetzt hier erstmal Brandkalk, wäre auch ein bisschen was drin. Kann man bestimmt auch nochmal. Ach, jetzt hier, ja, hier kannst du noch mehr Schiffe raushauen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich bald einen Zug lohnen. Auf der Strecke, schon von der Geschwindigkeit her. Ja, wie sieht es hier mit diesen Tondingern aus? Das geht. Oh, hier könnte man auch mal Schiffe raushauen. Oder wirklich mal ein größeres nehmen. Wenn die so viel Output haben. Aber so kommen wir halt der Forderung des Herbert Grönemeyer-Kaisers nach, nach mehr Schiffsverkehr. Da kann man nicht einfach hergehen und das durch ein größeres Schiff ersetzen. Hier ist, was, hier ist so die, der heimliche Hotspot der Schiffsfreunde an der Stelle. So, hier Lugano. Wo ist das ADW gewesen? Hier, guck mal, hier ist immer, geht immer noch nichts. Hier haben sie jetzt sogar die Straße abgerissen aus Protest. Aber die haben sich schon richtig geil entwickelt, ne? Bloß hier hinten am Arsch der Welt ist alles immer noch tot. So, der Brennofen braucht jetzt noch Treibstoff. Damit das hier so richtig abgeht. So, wie kriegen wir Treibstoff? Das ist eine Ölraffinerie natürlich. Bioraffinerie ist, glaube ich, wieder irgend so ein Quatsch hier mit Biomasse, Getreide, Bohnen. Da ist natürlich nicht so die Lust drauf, das zu machen. Sag ich mal. Ja, ich habe gern zu. Achso, warte mal. Nee, hier muss ich ja wieder hinklicken. Cracking-Werk. Nee, doch, Cracking-Werk ginge. Mit dem Flüssigguthafen und der Ölraffinerie. Ich glaube, wir machen es vielleicht einfach ganz einfach mit der Ölraffinerie. Ja? Da brauche ich eine Öl, logischerweise. Gucken wir mal, ob wir irgendwo eine haben. Das braucht man nicht, das braucht man nicht. Hier unten wäre gleich eine. Da gäbe es auch Ölquellen. Schade, dass es hier so ein Ölraffinerie-Spam nicht so gibt. Die wäre eigentlich ideal. Könnte man auch mit dem Schiff anfahren. Dann könnte man das Thema Brühe noch ein bisschen eskalieren lassen. Hier ist ja überall, hier ist Öl, da haben wir Öl. So, die Frage ist, welche. Oder haben wir noch eine Ölraffinerie, die vielleicht ein bisschen besser liegt? Die hier oben wäre geil, aber dann würdest du ja den Treibstoff wieder mit dem Schiff hier runterkarren. Aber jetzt ein Ölfeld. Obwohl, es ein richtig geiler Öltanker, ne? Das wäre es natürlich schon, ne? Haben wir da schon irgendwas? Eigentlich müsste man das Thema noch weiter ausbauen. Hier hin. Und dann den Treibstoff. Dort runter. Ach, weiß ich schon wieder nicht. Ob das nicht wieder ein bisschen. Aber das würde halt so ein bisschen Eisenbahninfrastruktur sparen. Das würde konkret halt hier auch das Einladen entlasten. Wenn wir jetzt den Ölzug und den Treibstoff
Und der Zug ist voll. Der Baustoffzug, wo ist er denn gerade unterwegs? Ich glaube, der würde fast schon ein zweiter noch hingehen, ha? Wenn der erst da ist, dann kommen wir auch nochmal einen zweiten raus. Vielleicht ist das eine blöde Idee. Nö, ich mach das mit dem Öl jetzt einfach. Ich nehme die Raffinerie da. Hinterher zum Beispiel auch noch einen Flüssigguthafen. Achso, nee, Quatsch. Hier war auch noch eine Raffinerie. Hey, wo kam noch Öl her? Treibstoff. Ach ja, Treibstoff, Säure, Chemikalien. Könnte man sonst auch noch anbinden. Ich meine, hier oben ist ja auch schon eine Schiffsinfrastruktur, ne? Muss man ja so sagen. Quellen, Öl, Ölsandaufbereitungsanlage. Gibt es hier sowas? Eine Ölsandaufbereitungsanlage? Oder man müsste halt hier unten gucken, dass man eine Ölsandaufbereitungsanlage nimmt. Aber ich mache das jetzt erstmal mit dem Öl hier. Ist ja so richtig schöner Zufahrt. Machen dann halt so solche Wellenbrecher. Wie die ja manche Häfen haben. Hier so davor zur Sicherheit. Eigentlich wäre das cool, wenn man jetzt so einen Leuchtturm hier oben hinstellen könnte. So, das wird hier kanalisiert. Ach, das geht nicht hier auf schrägem Land. Das ist ja auch blöd. Das ist ja blöd. Das sieht ja blöd aus. Ja gut, ist halt so. Ja, haben wir irgendwie so ein Design für einen Leuchtturm? Nee, ne? So, haben wir jetzt mal ein Ölfeld dort unten. Hier ist die Einfahrtsboje. Hier reichen doch bestimmt zwei die Bojen so, hä? So, nehmen wir hier auch den großen Tanker.